Ich hatte ja erzählt, dass ich sowas wie eine Existenzkrise hatte. Naja, eigentlich habe ich nur zu viel gemacht und das wurde dann, oh Wunder, zu viel für mich. Wo ich für dieses Video eigentlich nur eine Woche gebraucht hätte, habe ich dieses Mal dieses Video halt in 3 Wochen gemacht. Gut, zwischendrin kam auch noch das Hellblade-Video. Aber ich finde, das merkt man dem Video, also dem The Thing-Spiel-Video, auch wirklich an. Ich habe mir deutlich mehr Zeit genommen, um mir auch was einfallen zu lassen. Und das hat mir enorm viel Spaß gemacht. Auch wenn ich erstmal jedes Mal, wenn ich was Neues ausprobiere, Selbstzweifel hege. Bei dem The Thing-Video dachte ich, ist das überhaupt lustig? Unterhält das überhaupt irgendjemanden? Genau das gleiche Problem hatte ich mit dem Video, wo ich die zukünftigen Horror-Games vorstelle. Von diesem Mindset möchte ich mich vollends lösen und wirklich, ohne mich zurückzuhalten, das zu machen, was ich auch wirklich machen möchte. Durch das The Thing-Video kamen auch einige neue Leute hinzu. Und vielen hat der Humor gar nicht mal so sehr zugesagt, weil die Watchtime des Videos ist sehr miserabel. Aber die Aufrufzahl sowie die Like-Zahlen und auch die Leute, die durch dieses Video mich abonniert haben, das war überdurchschnittlich für mich. Also scheint es ja doch etwas zu haben. Man sieht das auch ganz gut, nämlich dieses Konzept habe ich letztes Jahr schon angefangen mit dem The Brumble-Video und dem Resident Evil und dem Eternal Eyes-Video. Aber dann habe ich mich schnell wieder davon gelöst, weil ich mich damit unwohl gefühlt habe, aber ich wollte das eigentlich schon immer machen. Also mache ich das jetzt auch. Aber worüber es eigentlich gehen soll? In der Zeit, wo ich mir schön viel Zeit für meine Videos genommen habe, hatte ich auch endlich mal wieder Zeit, mich voll auf mein liebstes Hobby zu stürzen, nämlich das Zocken. Und hier habe ich mich auf Games geschmissen, die keine Story haben. Ich habe die Spiele gespielt, ohne Gameplay aufzunehmen und auch ohne den Gedanken, ein Video drüber machen zu wollen. Aber die typische YouTube-Krankheit, wie ich habe, da schwebt immer der Gedanke im Hinterkopf, während des Zockens ein Video über das jeweilige Spiel zu machen. Eigentlich wollte ich ja kein Video darüber machen, aber ich habe doch irgendwie Lust darüber zu reden, weil ich doch wirklich viel Spaß an den 2 Games hatte. Und innerhalb kürzester Zeit habe ich ungesund viel Stunden darin gefarmt. Fangen wir mit dem ersten Spiel an, dem ich mich gewidmet habe. Am gleichen Tag wie Hellblade 2 erschien nämlich X-Defiant. Eins stand nämlich fest, ich werde es spielen, aber auch erst nach dem Hellblade 2 Spiel und nachdem ich das Video dazu fertig habe. Und so war es dann auch. Auch wenn ich so Multiplayer-Games wirklich gerne habe, habe ich erstaunlich wenig von denen gespielt. Als ich von der Konsole zum PC gewechselt bin, das war ungefähr 2016 rum, seitdem waren es nämlich nur 3 Multiplayer-Schinken, die ich gezockt habe. Das erste Multiplayer-Spiel auf dem PC war für mich Paladins. Darin habe ich auch innerhalb von kürzester Zeit meine 500 Stunden gemacht. Paladins immer noch bester Hero-Shooter, obwohl ich es seit vielen Jahren noch nicht mehr angefasst habe. Dann 2017 wurde ich überredet, PUBG zu zocken. Zu der Zeit stand ich Mainstream-Dinge noch eher negativ gegenüber. Ihr kennt es vielleicht, der jugendliche Trotzkopf, der nicht das mag, was die Masse mag. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt schon etwas älter war. Schlussendlich habe ich es dann gespielt und bis heute ist es einfach mein meistgespieltes Spiel überhaupt mit etwas mehr als 5000 Stunden. Ich hatte aber seitdem ich mit dem PC angefangen habe, immer mal wieder Bock auf so einen richtig stumpfen Deathmatch-Shooter. PUBG fügte so einen Modus hinzu, doch mit dem Movement, das man in PUBG hat, funktioniert das für mich nicht. Dann erschien Ende letzten Jahres The Finals. Hiermit hatte ich auch wirklich meinen Spaß und ich habe innerhalb von 2 Monaten 120 Stunden darin gefarmt. The Finals würde ich bis heute eigentlich aktiv spielen, würde es nicht ein schwerwiegendes Problem darin geben. Man braucht, um einen Gegner zu killen, ein komplettes Magazin. Heißt, wenn eine Kugel daneben geht, muss man nochmal nachladen, bevor man jemanden erst killen kann. Das ist absurd. Hat mir nach 120 Stunden dann irgendwann mal keinen Spaß mehr gemacht. Auf Call of Duty habe ich bisher immer verzichtet, weil ich damals Warzone gezockt habe und mir das Movement halt so gar nicht gefallen hat. Also habe ich auf ein anderes Pferd gesetzt, nämlich X-Defiant. Und was soll ich sagen? Ja, es macht wirklich Laune. Wie ihr schon gehört habt, ich kenne mich mit Shootern jetzt nicht wirklich aus, weswegen auch nicht so hohe Anforderungen hatte. Und das ist auch gut so, weil X-Defiant macht nur das Nötigste. Das aber auch ziemlich okay. Aber erstmal, das Spiel läuft nicht sonderlich gut. Ich habe so oft, dass das Spiel ein Match lädt, was schon seine Zeit braucht, und dann kickt es mich immer wieder ins Hauptmenü zurück, weil ich keine Verbindung zum Server herstellen kann. Und dann muss man wieder rein und auf ein Match warten, nur um dann wieder gekickt zu werden. Passierte mir öfters direkt 2-mal hintereinander. Und dann sind die Ladescreens auch einfach schwarz und es gibt eine halbe Minute lang nichts zu tun. Währenddessen raustappen geht auch nicht, weil wenn man das Spiel im randlosen Fenstermodus spielt, gehen die FPS nicht höher als 60. Und wenn man das Spiel im Vollbildmodus hat, lässt sich das Spiel ganz oft einfach nicht minimieren. Du bist also gezwungen, diesen schwarzen Bildschirm eine halbe Minute lang anzuschauen. Wenn du dann ein Spiel gefunden hast, bekommst du nach dem schwarzen Bildschirm die Map gezeigt. Aber in so einer schlechten Auflösung, Ubisoft, was ist da passiert? Die PlayStation 1 hätte gerne ihre Auflösung zurück. So ging es dann teilweise 5 Minuten, bis ich dann endlich zocken konnte. Aber mit Warten kenne ich mich ja aus. In PUBG muss man jedes Mal 3 Minuten warten, bis ein Match tatsächlich beginnt.
Und in den manchen Fällen, wo man direkt am Anfang schon wieder stirbt, wartet man dann halt nochmal 3 Minuten, bis es weitergeht. Und ja, XDefiant schreibt manchmal, dass es an meinem Internet läge. Und ja, manchmal habe ich scheiß Internet. Willkommen in Deutschland. Aber ich habe nicht scheiß Internet jeden Tag seit 4 Wochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Meldung mindestens einmal jedes Mal bekommen habe, als ich gezockt habe. Und an manchen Tagen konnte ich deswegen auch einfach nicht spielen. Wie bei dieser Aufnahme jetzt, zufälligerweise. Ich habe XDefiant gezockt, ohne Gameplay aufzunehmen, außer ganz am Anfang mal kurz. Also müsst ihr euch mit Gameplay von meinem ersten Tag zufrieden geben. Da war ich noch nicht so geerdet in diesem Spiel, also I'm sorry, falls es schlecht ist. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Tasteneingaben einfach nicht übernommen werden. Teilweise tippe ich 3-mal darauf, bis sich dann mein Charakter die Zeit nimmt, um nachzuladen. Und auch das Movement ist so überhaupt nicht smooth. Ich bin ja The Finals noch gewohnt und da ist auf dem Boden rutschen und das Vaulten so smooth. In XDefiant ist das Rutschen unmöglich. Wenn man rutscht, muss man nämlich warten, bis der Charakter fertig gerutscht ist. Dann steht man langsam wieder auf und dann muss man 3-mal auf die Sprinten-Taste drücken, um dann wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das Vaulten ist ähnlich scheiße. Das sind Dinge, die muss man allerdings nicht machen, aber cool wäre es halt schon, wenn es funktionieren würde. Okay, weg von den negativen Sachen, hin zu den positiven. Das Spiel bockt übelst. The Finals habe ich ja aufgehört, weil man ends viel Kugeln in den Gegner buttern muss, um ihn zum Erliegen zu bringen. Hier, und ich glaube bei allen anderen Games, fällt der Feind eigentlich schon ziemlich schnell um. Auch wenn Kopftreffer hier nicht sehr belohnt sind. Das Movement außerhalb des Rutschens und des Vaultens funktioniert hervorragend. Und das Spiel lässt dich auch an jeder Stelle wirklich gut fühlen. Klar, es gibt immer Runden, wo man so dermaßen die Fresse poliert bekommt, aber es gab, zumindest für mich, deutlich mehr Runden, in denen ich einfach nur rasiert habe. Ich war ungelogen immer, mindestens alle 5 Male, Spieler der Runde. Einmal war ich sogar 4-mal hintereinander, aber sonst habe ich kaum 2-mal hintereinander geschafft. Das war einfach nur sehr, sehr viel Luck. War aber auch sehr befriedigend. Wenigstens habe ich in der digitalen Welt Erfolgsgefühle. Die verschiedenen Modis machen auch allesamt Saubock. Außer einen Modus mag ich nicht. Das, wo man die 5 Felder einnehmen muss, bis man dann vorn bei den Spawn der Feinden ist und daran hatte ich keinen Spaß. Aber zum Glück kann man das ja auswählen, was man spielen möchte. Aber vor allem das Rekrutieren des Munitionshundes, das hat unnormal viel Bock gemacht. Aber auch die Map-Auswahl ist gigantisch. Also ich weiß ja nicht, ob das der Standard ist, dass wenn ein Multiplayer-Shooter erscheint, dass man dann auch so eine breite Masse an Maps bekommt. Aber ich habe so oft Neues gesehen, bevor sich irgendwann mal wieder was wiederholt hat. Ich war PUBG gewohnt, da gab es lange Zeit nur eine Map. Gut, das kann man jetzt auch nicht wirklich vergleichen. Und dann war ich halt noch The Finals gewohnt. Da gibt es, glaub ich, immer noch nur 3 Maps und die sehen sogar ziemlich identisch aus. Da war XDefiant eine richtige Reizüberflutung für mich. Und ich kann selbst nach 24 Stunden Spielzeit, die ich innerhalb weniger Tagen gespielt habe, immer noch nicht jede Map auswendig. Und das ist geil, weil ich selbst nach so langer Zeit immer noch wieder lerne, wo ich denn am besten laufen kann. Ihr habt es ja gerade gehört, ich habe innerhalb weniger Tage meine 24 Stunden gedaddelt. Dann habe ich das Spiel allerdings wieder liegen lassen. Einerseits wegen einem anderen Spiel, zu dem ich sofort komme, andererseits, weil ich mich aber 2 Tage mal nicht anmelden konnte. Ich hatte gelesen, dass an einem Tag die Server down waren und ich habe keine Ahnung, warum der weitere Tag bei mir auch nicht funktioniert hatte. Sowas nervt mich dann halt schon etwas sehr. Und wenn ich in dieser Zeit dann halt eine andere Beschäftigung finde, finde ich schwer wieder zum alten Spiel zurück. Aber eins habe ich gemerkt, ich habe Shooter so dermaßen vermisst, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich werde XDefiant, bis Delta Force oder Black Ops 6 erscheint, auf jeden Fall noch weiter zocken. Auch wenn ich keine Freunde habe und immer zu alleine spiele. Ach ja, das womöglich Schlimmste an diesem Spiel habe ich ja komplett vergessen. Sorry, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, das muss ich noch loswerden. Das Game ist ein teambasierter Shooter. Das ist ja nicht das Problem. Obwohl, ja doch, eigentlich irgendwie schon. Nämlich in ungelogen 97% der Spielen. Und das ist bei weitem nicht übertrieben. Bin ich der Einzige, der immer am meisten für das Team macht. Sei es beim Munitionshund zu sein, so dass er voranschreitet. Oder wenn man einen Bereich einnehmen muss. Sowas halt. Am Ende wirklich jeder Runde bin ich immer der, der am meisten auch vom Gegnerteam das Ziel eingenommen hat. Ich stehe immer vollkommen allein in dem Bereich, in dem man auch stehen muss. Manchmal sind sogar Leute verwundert, warum die Runde denn so schnell endet. Ja, Bruder, weil ich das Spiel halt richtig spiele. Willst du Kills machen? Spiel verdammt nochmal Kopfgeld-Koryphäe. Manche, oder was heißt manche, viel zu viel spielen solche Spiele, als wäre es halt ein Einzelspielerspiel. Aber so funktioniert das nicht. Das ist ein verdammter Teamplay-Shooter. Macht ja noch ultra viel Laune. So, jetzt aber auf zum nächsten Spiel. Dieses Spiel hatte einen kurzen, aber dennoch sehr großen Hype. Und es ist ein Pokémon-Fangame. Richtig, Poké-Rogue.
PokéRogue wollte ich eigentlich nicht zocken. Einfach, weil ich halt keinen Bock hatte, irgendwas downzuladen. Blöderweise wurde mir dann mitgeteilt, dass es einfach ein Browser-Game ist. Also bin ich darauf auf die Seite gegangen, hab mich registriert und innerhalb von 2 Wochen, 2,5 Tagen an Stunden gesammelt. Fuck. Und ja, PokéRogue hat bis vor kurzer Zeit XDefiant vollends abgelöst. Was sich jetzt aber wieder ändert. Ich habe wieder Spaß an XDefiant gefunden. Wenn es dann mal funktioniert. Neben einem einfachen Deathmatch-Shooter suche ich schon eigentlich immer ein richtiges Spiel, wo ich richtig geil grinden kann, dessen Ton ich aber nicht brauche. Ist also das perfekte Spiel, um nebenbei ein Video oder einen Stream zu schauen oder halt fett laut Mucke zu ballern. Und in diese Kerbe schlug PokéRogue aber so richtig rein. Im PokéRogue muss man nur kämpfen, Ebene für Ebene. Man kann Pokémon fangen, um deren Stats zu verstärken oder auch um neue Attacken zu bekommen. Und man kann Eier farmen und sowas halt. Jetzt nur mal ganz, ganz grob erklärt. Egal wie früh ich in der Ebene also gestorben bin, weil ich einfach nur scheiß Pokémon hatte oder weil ich einfach manche Typenwechselwirkungen nicht in meinen Kopf bekomme, das war mir immer völlig egal. Ich dachte mir nämlich, hey, du hast wenigstens was für die nächste Runde freigeschalten und das motiviert mich einfach zu sehr. Eigentlich sind so Roguelike-Spiele wirklich was für mich. Kein Plan, warum ich das Genre immer zu ignoriere. Naja, womöglich, weil sie sogar abnormal viel Zeit fressen. Und ich habe eh noch genug Games, die ich unbedingt zocken will. Ich habe also gefarmt und gefarmt und gefarmt, während ich ein Video nach dem anderen durchgerattert habe. Es war wirklich eine gute Zeit. Bis ich dann im Classic Mode auf Stufe 200 kam. Ich bin ja wirklich mit allem einverstanden. Stufe 145 kommt deine Rivalin auf einmal mit einem Barbarei Quasar und fickt dich hart. Okay. Beim nächsten Run bereitest du dich genau auf diese Stufe vor, aber wirst dann vom Arena-Leiter auf der Stufe 140 gebumst. Okay. Ebene 180 bis 190 kommen die Top 4. Ich meine, bei denen bin ich zwar nie gestorben, aber selbst wenn, es ist okay. Ebene 195, dein letzter Rivalenkampf. Mega Rayquaza fickt dich aber so richtig. Das ist völlig in Ordnung. Mit all dem kann ich leben, weil man kann es ja das nächste Mal besser machen. Aber ich kann nicht damit leben, was ich auf Ebene 200 serviert bekomme. Andy Nalos. Ich hatte jetzt nicht das beste Team, als ich gegen das Viech gekämpft hatte. Ich habe, by the way, kein Gameplay aufgenommen, weil ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich über das Spiel in einem Video rede. Bis zu Ebene 120 hatte ich mit meinem Team also enorme Probleme und danach ging es dann auf einmal richtig gut. Nirgends hatte ich mehr Probleme. Aber dann Andy Nalos. Ich baller so sein Leben runter und denk so, okay, wild ist er ja nicht. Dann bekommt er eine zweite Form. Mein Herz rast. Aber dennoch denke ich, okay, den fick ich oder er fickt mich, mir scheißegal. Dann meine letzten zwei Pokémon, auch schon im roten Bereich der KP. Aber Andy Nalos ebenfalls im kritischen Bereich. Eine weitere Attacke hätte vielleicht gereicht, um ihn zu besiegen. Vermutlich. Wäre ich jetzt noch gestorben, weil er durch Zufall eine Attacke rausballert, hätte er dann mit dieser Attacke meine Pokémon den Erdboden gleich gemacht. Okay, das ist ärgerlich, gehört dazu, mache ich das nächste Mal besser. Aber was passiert ist? Aus irgendwelchen Gründen ist er zweimal direkt hintereinander dran und setzt zweimal Genesung ein und hat wieder komplett volles Leben. Das ist absurd, kacke und absolut unfair. Wo ist das bitte eine gute Idee? Das gibt null Motivation, um weiterzumachen. Und ja, ich werde deswegen auch das Game nie wieder anfassen. Der Kampf bis dahin war mega spannend. Wie in einem Film. Alle Lowlife. Ich komplett am Hyperventilieren, weil ich weiß, dass das der letzte Kampf ist. Hätte er mich da normal besiegt, wäre alles okay gewesen. Ich hätte es nochmal gemacht. Aber er heilt sich komplett wieder auf. Ich hätte wieder 6 Pokémon gebraucht, um ihn dahin zu bringen, wo er davor war. Nein, und er hätte noch 3-mal Genesung gekonnt. Mach ich nicht mit, keine Ahnung, sehe ich nicht den Sinn darin, hat keinen Spaß gemacht. Es fühlt sich sehr scheiße an, das Spiel jetzt einfach links liegen zu lassen, weil ich halt schon echt viel Zeit reingebuttert habe. Und ich habe auch echt viel gefarmt. Ich weiß jetzt aber, dass ich jedes Mal am Ende von dem Run einem Pokémon gegenüberstehe, das einfach zu stark ist, weil es sich komplett vollheilen kann. Das erschließt sich mir nicht. Nun muss ich mir wieder ein neues Spiel zum Grinden suchen. Na, was heißt wieder, ich hatte davor ja auch keins. Naja, aber dafür hatte ich wenigstens, bis ich zu ihm kam, eine gute Zeit. Und das ist doch die Hauptsache. Oder nicht? Habe ich recht? Ich meine, habe ich doch, oder? Wieder einmal eine kurze Geschichte, wie mich Zocken aus einer tiefen Krise befreit hat. Ist Zocken nicht das schönste Hobby auf diesem verdammten Planeten? Leider aber auch ein sehr teures. Deswegen lasst doch gerne ein Like da, um mich zu unterstützen, damit YouTube mir genug Geld auszahlt, damit ich mir weiterhin Spiele kaufen kann, ohne dem Monat dann hungern zu müssen. Vielen Dank, haut rein. Ach ja, ich habe noch so ein Katzenspiel gespielt, was dir aber leider nicht gefallen hat. Okay, ciao. Tschüss.